Ohne Heimzin ist die Krone nicht zu denken. Aber Akkordeon spielen darf er nur, wenn die Band eine Pause macht. Bis vor ein paar Jahren war die Krone nichts weiter als der älteste Gasthof in Darmstadt. Dann machten junge Leute daraus ein Vergnügungszentrum für Jugendliche. Hier gibt es jede Art von Unterhaltung, die Jugendliche anzieht, unter einem Dach. Nach dem Willen der Besitzer soll die Krone alle Altersgruppen ansprechen. Tatsächlich ist sie eine fast geschlossene Jugendwelt, in die sich nur wenige Ältere verirren. Die Kneipe ist Treffpunkt und gleichzeitig Talentschuppen für unbekannte Bands. Heute versucht sich eine Schülergruppe namens Wet Cement. Nasser Zement spielt sanften Rock. Ein paar Meter weiter ist der Eingang zur Disco. Ab hier wird Eintritt verlangt. Für 3 Mark unter der Woche und 5 Mark am Wochenende öffnet sich von 8 Uhr abends bis nachts um 1 die ganze Krone-Welt. Die meisten sind 18 bis 25 Jahre alt. Jüngere dürfen offiziell nicht herein. Die müssten um 10 zum Gehen aufgefordert werden, aber weil das die Atmosphäre stört und auch zu lästigen Kontrollen führen würde, verzichtet man auf sie lieber gleich. Ob die Anziehungskraft der Krone siegt oder die Vorschrift der Besitzer, erweist sich bei der Einlasskontrolle an der Kasse. Kurz nach 10 kommen 2 15-Jährige durch. Außer Kneipe und Disco im Erdgeschoss gibt es in den oberen Stockwerken jede Menge Unterhaltung. Noch nie haben sich Jugendliche so radikal von den Erwachsenen abgegrenzt wie heute. Früher fand der Generationenkonflikt in der Auseinandersetzung mit den Eltern statt. Heute brechen viele Jugendliche das Gespräch mit ihnen ab und ziehen sich in ihre eigene Welt zurück. Viele Eltern reagieren darauf mit Misstrauen oder Ablehnung. Wer wissen will, wie diese Welt aussieht, kann hier viel erfahren. Eine Tür weiter gibt's Pantoffelkino mit Jerry Lewis. Genau wie daheim und doch ganz anders. Im ganzen Haus geht es locker und unverbindlich zu. Jeder kann tun, was er will, niemand braucht sich festzulegen und wer Angst hat, im Disco-Stress nicht anzukommen, geht vielleicht ins Kino nebenan. Dort läuft gerade ein Western. Die Krone-Welt hat auch ruhigere Ecken. In der Bar spielt George from Georgia Blues. Ein Hauch von New Orleans. Man unterhält sich, hört zu oder spielt eine Partie Billard.
Zur selben Zeit tritt im großen Saal Philipp Sonntag auf. Narzisse. Rhododendron. Sonnenblume. Gänseblümchen. Ich bin meistens allein, aber einsam bin ich nicht, sagt mein Sohn. Er hat mir einen Color-TV geschenkt. Außerdem kommt er an allen Feiertagen immer bei mir vorbei. Weihnachten. Philipp Sonntag, wenn Sie in der Krone auftreten, haben Sie dann ein anderes Publikum als sonst? Ja, das kann man sagen. Also die Krone, sag mal, repräsentiert so gewisse Läden dieser Art mit Disco oder Rockmusik, also eine gewisse Sorte von Jugendkneipen, wobei das noch die beste ist hier, die ich kennengelernt habe, zumindest, ja. Bitte, ja? Sie wollen noch was fragen. Wie ist es denn mit Jugendlichen, die so gewöhnlich nicht ins Theater gehen oder sich auch nicht zum Beispiel in Mainz ins Unterhaus getrauen würden? Kommen die eher hierher? Ja, soweit ich informiert bin, sind die mehr hier. Und es war immer so ein bisschen mein Bestreben oder sagen wir mal mein Ehrgeiz, die auch irgendwie zu erwischen. Also die nicht irgendwie kalt zu lassen, sondern denen nachzuweisen, dass es nicht unbedingt nur Kunst ist, sondern dass es auch was für sie ist. Und deswegen haben manche meiner Nummern so eine scheinbar brutale oder scheinbar primitive Form, ja, weil ich das für eine ganz tolle Art von Theater halte, um eben diese Leute zu erreichen. Und ich habe auch Erfolg, die lachen drüber, ja. Und ich habe mich nicht verraten deshalb, ja. Mit dieser Pantomime erwischt Philipp Sonntag hier eine Menge Leute. Der Joint. Das ist alles scheiße, was ihr hier macht. Warum meinst du, ist das scheiße? Was bringt denn das? Wir wollen einen Film drehen über die Krone, was hier so läuft, wie es euch gefällt, warum ihr hergeht und so. Warum? Weil ich sonst nicht weiß, was samstags anfangen soll, oder sonntags. Und wenn du hier bist, was machst du da? Saufen. Und Disco auch? Kein Bock auf Mädchen? Doch, immer. Als ob die Weiber das Einzige wären, um was. Und, ja, und aber wenn du nur säufst, meinst du, dann lernst du Mädchen kennen? Wie läuft denn das so? Immer gut. Saufen die denn mit? Kommt drauf an. Oder bezahlen sie das notfalls? Immer gut. Wie ist denn das? Versuchen dich manchmal Mädchen anzumachen oder musst du das immer selber tun? Kommt drauf an, welche das sind. Und gibt's einen Typ, auf den du besonders fliegst? Schwarz, lang. Oder kurz, ist egal. Ganz egal. Sag mal, ich beobachte, dass ihr euch möglichst so recht cool hier so aufführt, ne? Machst du ja auch eben so mit mir. Bist du so cool oder was hat denn das für einen Grund? Es kommt drauf an, was los ist, was abgeht. Und eigentlich findest du es doch ziemlich doof, dass so eine erwachsene Frau jetzt hier rumhockt und dich fragt, was du so in der Krone willst, ne?
Was heißt das, finde ich doof? Das ist schon in Ordnung, ich meine. Ist mir auch scheißegal, was ihr fragt und so. Nachmittags kommen die Jüngeren. Unter der Woche ist um diese Zeit nur die Kneipe offen. Viele treffen sich hier jeden Tag gleich nach der Schule. Claudia gehört zu ihnen. Sie verschwindet immer zuerst im Waschraum und macht sich eine andere Frisur. Claudia ist 14. Claudia, was ist das, die Krone-Frisur? So kann man es auch nehmen. Ich schlafe jeden Tag eigentlich so rum, also in der Schule. In der Schule nicht? Warum? Nee. Dann kommen die Vorurteile von Lehrern gegenüber den Schülern. Und hier gibt es keine Vorurteile? Nö, eigentlich nicht. Also ich habe gegen niemanden Vorurteile. Und in der Krone hat auch niemand Vorurteile? Also ich weiß es nicht. Ich kenne hier persönlich. Nur vom Sehen die meisten. Und du kommst oft hierher? Ja. Fast jeden Tag in der Woche. Am Wochenende sowieso, nur abends eben nicht. Abends warum nicht? Nö, ich weiß nicht. So mittags über ist die ganze Clique da und abends überhaupt keiner da. Die gehen dann alles so spätestens um 9, halb 10 nach Hause. Mhm. Und die Clique ist heute nicht ganz da, aber die Jacqueline, das ist die Freundin? Ja. Und wie oft kommst du in die Krone? Auch eigentlich auch fast jeden Tag. Mhm. Was ist denn da so reizend dran? Trifft sich halt jeder und so. Ja, jeder? Das ist die Clique und die Dennis. Und also eure Freunde? Ja. Sind das Freunde, die ihr mit hierher gebracht habt oder die ihr hier kennengelernt habt? War das eigentlich. Haben wir hier getroffen und so. Und was sagen denn Eltern dazu, wenn ihr jeden Mittag in die Krone geht? Meine Eltern denken immer, es zählt uns von der Schule ab. Und deswegen wollten sie mir auch schon so manchmal verbieten. Und auch wegen Vorurteilen noch von früher her. Vorurteile von früher? Wieso? Schalke, willst du nicht mal antworten? Ich weiß es auch nicht genau, da war ich schon nicht da, also wegen Knicken halt und so. Ne? Aber das ist jetzt halt überhaupt nicht mehr. Meinst du, dass die Vorurteile nur aufs Kiffen sich beziehen? Oder dass das auch damit zu tun hat, dass Eltern glauben, dass hier so nur die Leute sind, so mit No Future und null Bock auf gar nichts? Ja, und da haben sie bestimmt auch Angst, dass wir mal genauso werden. Ja, also, sind die Leute denn da? Na, ab und zu war schon welche. Also ich meine, jeder ist anders, ne? Das kann man nicht in eine Gruppe einteilen, aber Leute, hier ist alles vertreten, Popperpunks, nur Tetzen, keine da, hab ich noch nie einen gesehen. Und zu welcher Gruppe zählt ihr euch? Gar nichts. Und No Future oder Doch Future? No Future. Wo bist du jetzt offiziell? Nachhilfeunterricht. Und hast du den nötig? Ja. Du bist schlecht in der Schule. Ja, sehr schlecht. In welcher Klasse bist du inzwischen? In der 8. Das ist Realschule? Ja. Mhm. Und du sagst, das hast du mir vorhin erzählt, du bist wahrscheinlich deshalb in der Schule so schlecht geworden, weil du im Augenblick Familienprobleme hast. Auch, ja. Was sind das für welche? Kann man drüber reden? Ja, natürlich. Meine Eltern lassen sich scheiden. Und ich meine, das schlägt sich halt auf die Kinder. Mhm. Außer war ich schon immer schlecht in der Schule. Mhm. Und dass deine Eltern sich jetzt scheiden lassen wollen, dass es zu Hause dann offenbar jetzt sehr schwierig ist, führt das dazu, dass du umso häufiger hierher gehen musst? Möchte. Möchtest? Ja. Willst du hauptsächlich in die Krone oder willst du lieber einfach von zu Hause weg? Von zu Hause weg. Das ist eine andere Frage. 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 Das Neben der Kneipe gibt es nachmittags einen zweiten Schauplatz.
vor der Tür. Hey, Maya! Maya! Die äußeren Zeichen sind Mofas und Motorräder, bemalte Lederjacken und Punkerverhalten, das viele Erwachsene erschreckt und auch erschrecken soll. Warum musst du denn so schön aussehen? Ist das ein bisschen, um die Erwachsenen zu schocken? Nö, die schocke ich auch so, wenn ich nicht so aussehe. Ich kann jeden schocken, wo ich Lust habe dazu. Und hast du oft Lust, die Leute zu schocken? Na klar, das ist auch nett. Und warum? Nur weil es mir Spaß macht. Dann heißt es doch eigentlich, dass dich was an den anderen Leuten stört, an den Erwachsenen. Na ja, klar, die sind so fein, pingelig, moralisch und alles. Das sind die letzten Spießer, sind das praktisch, die meisten zumindest. Wie ist denn das zum Beispiel mit deinem Vater zu Hause? Ist das auch ein Spießer? Mein Vater wohnt in Rüsselsheim und ich wohne wo ganz anders. Der wohnt gar nicht bei mir. Und seit wann bist du weg von deinen Eltern? Nee, ich wohne mit meiner Mutter zusammen. Meine Eltern sind also geschieden. Und schockst du deine Mutter mit deinem Aufzug oder ist dir das egal? Nö, die hat sich langsam dran gewöhnt. Ah, gibt's noch? Gibt keine Auseinandersetzungen mehr drüber? Na doch, natürlich, ab und zu. Immer. Und bist du überhaupt noch bereit, mit ihr darüber zu reden? Na sicher, warum nicht? Warum? Also eigentlich hast du dich entschieden, so willst du aussehen und reinreden lassen willst du dir nicht? Lass mir auch nicht reinreden. Also kriegst du ab und zu doch Krach mit deiner Mutter? Ja, wegen Klamotten, wenn sie zerfetzt sind oder so, dann ja. Und findest du, dass das Gespräch mit ihr dann noch lohnt? Naja, ab und zu klar, wenn man über so, was weiß ich, Arbeitsamt oder sowas schwallen, klar. Dann lohnt sich das. Würde dich das eigentlich stören, wenn deine Mutter oder dein Vater hier mal in die Krone käme, um zu gucken, was du hier so treibst? Nee, können ruhig sehen, was ich mache. Ich weiß ja, dass ich nichts Schlimmes anstelle. Und ist das bei dir genauso? Ey, ist das bei dir genauso? Könnte deine Mutter hier auch mal in die Krone kommen und gucken, was du treibst? Wäre dir das egal? Mir wäre es egal, mich sieht sie dann hier sowieso nicht. Ich verdrück mich dann. Also meinst du, Erwachsene haben eigentlich in sowas wie der Krone nichts zu suchen? Na logisch haben sie was zu suchen, wir sind ja sowieso nur so Deppen drin hier. Also läuft eigentlich gar nichts ab. Wir kommen schon gar nicht mehr da in die Disco rein, die lassen uns ja gar nicht da rein. Wir hocken hier nur draußen in der Kneipe oder so. Und warum lassen sie euch nicht rein in die Disco? Ja, weil wir so aussehen, die lassen lieber Popper und so rein. Ja, meinst du, sie halten euch für Rocker der gefährlichsten Sorte oder? Nee, wir gefallen denen halt nicht, weil das selbst, die Türsteher und so, das sind selbst alles Popper und die lassen halt mehr so Leute rein. Wir haben Angst, dass die anderen Leute es auch machen. Und das wäre ein schlechtes Image für die. Und wenn dann nur noch so Leute kommen, das wären dann weniger in Darmstadt hier. Und das wäre halt ein schlechtes Geschäft für die wahrscheinlich. Und das findest du ehrlich gesagt doof, ne? Ja, das finde ich total bekloppt. Für 2 Mark Eintritt läuft samstags und sonntags nachmittags für die Jüngeren die sogenannte Teenie-Disco. Überhaupt eigentlich so, wer kommt hierher? Möglichst eigentlich zu zweit oder zu mehreren? Warum eigentlich? Also wenn man erstmal alleine hier reinkommt und kennt niemanden, dann kommt man sich ziemlich verlassen vor, weil es niemand da, den man kennt, mit dem man reden kann, ganz einfach. Also die Leute kommen gar nicht auf euch zu, sondern? Nee, man muss schon selber was dazu tun. Und wenn du ein Mädchen ein bisschen schüchtern ist, lernst du dann jemanden kennen? Ja, wenn ich so gerade in der Ecke sitze und gar nichts tust, dann kriegst du schon deine Freunde auch irgendwo her. Und alleine kommt selten einer her. Während unten die Teenie-Disco dröhnt, kann man sich im ersten Stock umsehen, was sonst noch so läuft. So viel wie abends ist es nicht. Das Angebot für die Jüngeren beschränkt sich auf Flipper,
Fernsehen und Kino. Aber anders als in einer reinen Disco, in der man sich einsam fühlt, wenn man zu schüchtern ist, kann man sich hier durch Betriebsamkeit ablenken. Wer sich aus der Disco zurückzieht, bleibt trotzdem in der Nähe. Offiziell dürfen nachmittags nur Jugendliche über 16 herein. Aber viele sind jünger. Die Mädchen ab 12 oder 13, die Jungen ab 14. Kann ich dich mal was fragen? Ja. Die Erwachsenen sagen, ihr geht so gerne in die Krone, weil das hier so locker zugeht. Und die sehen so eine Gefahr da drin, dass ihr glaubt, so wie hier müsste die Welt eigentlich sein. Wie ist denn das bei euch? Oh, ich weiß nicht. Locker, locker ist hier schon. Aber die ganze Welt so sein müsste, ich weiß nicht. Könntest du dir vorstellen, dass es in der Schule so locker sein sollte wie hier in der Krone? Ja, es sollte schon so sein, aber ich glaube nicht, dass es mal so wird. Glaube ich nicht. Und wie ist es so? Hast du politisch so ein paar Interessen? Politisch, ja, kann ich Stadt Bad und so. Dafür wäre ich, aber sonst politisch, weiß nicht. Dafür oder gegen die Stadtbahn? Gegen die Stadtbahn. Und glaubst du, dass du was erreichen kannst? Naja, ich weiß ja nicht. So wie die Politiker jetzt ihre Meinung vertreten, glaube ich, dass da nicht viel zu machen ist. Du meinst, die Politiker machen, was sie wollen und du kannst gar nichts tun? Ja, sicher, das ist doch auch so gewesen. Ich meine, die Parteien sind eigentlich dafür da, dass die unsere Meinung vertreten, aber die machen jetzt nur noch, was sie wollen. Warst du schon mal auf einer Demo? Nein, war ich noch nicht, aber mein Vater arbeitet auf dem Flughafen und der hat da Ahnung. Die Erwachsenen sagen ganz gerne, ihr interessiert euch nur für Disco und Flippern und Fernsehen und Kino. Gibt es noch ein anderes Interesse, das du hast? Ja, halt mein Hobby und so. Politisch? Nee, also nix. Und wie ist bei dir? Bist du politisch interessiert? Auch nicht so, ne. Kannst du dir vorstellen, was das ist, Friedensbewegung? Oh ja, eigentlich war Frieden, also ich finde es ganz gut, mein so. Nur keinen Krieg und so Scherze halten und naja, ich möchte auch keinen Krieg. Kannst du dir vorstellen, dass du selber was dafür tun könntest? Nee, hundertprozentig nein. Problemlos, locker und verspielt, so erscheint den Jugendlichen hier die Welt. Realität ist sie nur für die Erwachsenen, die hier arbeiten. Sie sind anders als Eltern oder Lehrer, die dauernd Ansprüche stellen. Doch das größere Verständnis, das die Jugendlichen bei ihnen vermuten, ist eher Gleichgültigkeit. Thiele Wenger ist einer der beiden Besitzer. Ich muss sagen, ich habe also mit den Jungen gar nicht so viel Kontakt, wie das vielleicht jetzt für euch jetzt in den paar Tagen, wo ihr hier wart. Also das beschränkt sich meistens nur auf Hi Thiele oder so. Ja, wie geht's oder so. Ja. Also du bist eigentlich an den Jungen gar nicht so schrecklich interessiert. Also mir sind sie schon lieber wie die Alten, also die sogenannten Alten, weil wenn man die an der Kasse zum Beispiel vor sich hat, die drehen, also wenn sie was, jetzt kostet noch 3 Mark, jetzt nur ein Beispiel, gell, also so eine, gucken die auf eine Rolex, also die kostet 1000 Mark und dann machen sie so ein Geschissen. Die Jungen, die gehen halt anscheinend was hin, legen das hin, die wissen, was verlangt wird, die sehen eine Gruppe oder gehen ins Kino für 3 Mark, wo gibt es das schon, die sind also, ja, wie sagt man da, nicht so fertig. Eins von den ganz ernsten Problemen heutzutage habt ihr hier im Haus auch, das ist Rauschgift. Nee, das haben wir also überhaupt nicht hier. Ich weiß zwar, dass wir schon von Anbeginn immer mit dem Problem konfrontiert waren, also mehr von außen, mehr als Ruf, hier ist immer der Haschladen und so weiter, gell? Hier ist noch nie, sagen wir mal, eine Razzia oder entsprechende oder Artikel von der Öffentlichkeit. Das ist alles nur Gerüchte und Vorurteile von den Eltern. Na, aber es kommt sicher mal vor, dass einer hier einen Joint raucht. Was passiert dann? Hier herin? Ja. Das ist schon vorgekommen früher, gell? Da gehe ich ein, entweder das sehe ich dann, was das für ein Typ ist, dann gehe ich hin und sage, spinnst du, bitte mach aus, Lokalverbot. Oder wenn ich merke, dass er irgendwie völlig unbewusst kann, dann sage ich, hör auf, das gibt's bei uns nicht. Aus welchem Grund? Damit die Krone clean bleibt, denn sie wird ja eventuell sonst geschlossen, wenn hier geraucht wird oder auch gefixt wird. Ist es nur deshalb? Wegen des Geschäfts? Wegen des Geschäfts weniger, weil wenn die Krone jetzt zumachen würde wegen so einem Fall, also ich wüsste schon, was ich dann auch danach noch mache.
Aber auch mit so einem Haushalt ist halt kein Grund, dass man wegen, sagen wir mal, 3, 4, 5, 6, 7 Leuten, die es halt in Darmstadt in jeder Stadt gibt, die hier Lokalverbot haben, sich dann so ein Haus kaputt machen müsste. Also es ist halt einerseits das und andererseits ist halt mit den Drogen, also ich spreche jetzt so die Harten, ist halt ein Problem, wo ich auch keine Lust habe, da mitzuwirken oder es mitzufördern. Ja, bin aber andererseits auch kein Therapiehaus. Gell? Also wir haben also nicht so wie andere Jugendhäuser, wir sind kein Jugendhaus, sondern wir sind eigentlich ein ganz normales Unternehmen. Also wir sind keine Jugendherberge oder sonst irgendwas. Wir sind keine Jugendherberge. Und deshalb auch nicht den Anspruch von dir, so in irgendeiner Weise eine Art von Sozialarbeiter zu sein? Nein, also sehen wir uns überhaupt nicht, Herr Peter und ich. Hat man dir denn mal Hasch angeboten? Ja. Und was hast du da gemacht? Nein, ich habe Nein gesagt. Magst du das grundsätzlich nicht oder hast du Angst davor oder was ist das? Ich mag das ganz einfach nicht. Ich brauche das nicht, um mich anzutören. Hast du Freundinnen, die das eventuell brauchen? Nee, eigentlich auch nicht. Das gibt's überhaupt nicht, dass du hier auf jemanden triffst, der Hasch geraucht hat, den du vielleicht dann versuchen wolltest, davon abzubringen? Doch schon, aber die lassen sich nicht helfen. Die müssen uns halt selber mal irgendwann rauskriegen. Ist das schlimm für dich, das einzusehen, ja, dass man nicht helfen kann? Ich würde gern. Ja. Sind das zum Beispiel Geschichten, über die du mit deinen Eltern reden würdest zu Hause? Nee. Warum nicht? Weil die das nicht verstehen würden, die würden mich dann nicht mehr herlassen. Ja. Und warum redest du jetzt mit mir darüber? Naja, wir kennen uns nicht so gut, mir geht es einfach besser. Und außerdem würden sie mir nie was verbieten. Oh ja! Die Handarbeit in der Krone. So uninteressiert und passiv, wie viele Erwachsene glauben, sind sie nicht. Aus der Sprachlosigkeit in der Disco haben sich diese Mädchen ins Fernsehzimmer zurückgezogen. Die Wärme, die sie in diesem Alter beim Ablösen von den Eltern brauchen, finden sie in der Clique. In der Krone gewinnen sie nicht nur den räumlichen Abstand von zu Hause. Hier können sie sich auch unkontrolliert treffen und es gibt niemanden, der ihnen Vorschriften macht. Petra, darfst du in die Krone gehen? Nein. Wer verbietet's? Ja, meine Eltern. Und warum machst du es trotzdem? Ja, weil es mir ganz gut gefällt. Und du, Conny? Ich darf in die Krone gehen. Ihr geht in dieselbe Schule. Das ist ein privates kirchliches Gymnasium nur für Mädchen. Meinst du, das liegt daran, dass ihr deshalb so gern und auch so früh in die Krone geht? Nö. Kommt es hier nicht so auf die Jungen an, auch ein bisschen? Ach, nö, eigentlich nicht. Die kann ich auch woanders sehen. Ich meine, da muss ich ja nicht hier hingehen. Aber meinst du, dass das der Grund ist, dass man euch Mädchen an dieser Schule so gern eigentlich verbietet, hierher zu kommen? Glaube ich nicht. Glaubst du nicht. Ines, und wie war das bei dir? Du darfst inzwischen in die Krone gehen? Ja, ja, nachdem mein Vater das alles überprüft hat. Er war anfangs etwas skeptisch und meine Mutter vor allen Dingen. Aber dann haben sie sich gedacht, sie müssen sich das mal angucken, um sich wirklich ein Urteil zu bilden. Und dann ging es so einigermaßen, allerdings etwas beschränkt. Einmal in der Woche. Sie hat entsprechend gemeckert, dass sie, und gemotzt, dass sie nicht gehen durfte, hat uns hier ihren Jugendterror verabreicht, indem sie uns also alle als bösartige Spießer und Leute, die keine Ahnung haben, bezeichnet hat. Und das tut weh. Und das gibt einem zumindest zu denken, ja. Und das haben wir dann auch gemacht. Oh ja, und das Nachdenken hat aber doch zu irgendeiner Reaktion wohl geführt. Ja, das hat zunächst mal zu der Reaktion geführt, dass ich mir eigentlich nicht nachsagen lassen wollte, dass ich etwas verurteile, was ich selber gar nicht kenne. Das hat gesessen, das Argument, denn da konnte ich also nichts entgegenhalten. Und was haben Sie dann gemacht? Dann habe ich mir was Flottes angezogen, das heißt das Flotteste, was ich so an meiner Garderobe finden konnte, um nicht gleich von vornherein beim Reinkommen aufzufallen, und habe mir die Krone angeguckt. Und wie war Ihr Eindruck? Nun, ich war also spätnachmittag da. Spätnachmittag geht bei mir so bis 7:30. Ja. Und ich hielt das für eigentlich recht harmlos. Und haben daraufhin der Ines erlaubt, hinzugehen? Hab der Ines dann in den Grenzen, in denen ich es beurteilen konnte, auch erlaubt, dahin zu gehen, ja. Sie haben sich die Krone noch gar nicht betrachtet? Nein, nein. Und wollen Sie sich irgendwann die Krone ansehen? Eigentlich nicht, wenn es nicht unbedingt notwendig ist. Ich stütze mich da auf meinen Mann. Ich nehme an, dass er das beurteilen kann, das glaube ich. Und
mich zieht's da ja nicht hin. Haben Sie den Eindruck, dass es Ihren Mann eher in die Krone zieht als Sie? Ist da ein Unterschied zwischen der Mutter und dem Vater? Ob es ihn dahin zieht, weiß ich nicht, glaube ich eigentlich nicht. Aber es ist sicher für ihn einfacher, da als Einzelperson, als ältere Einzelperson hinzugehen. Haben Sie sowas wie Schwellenangst vor der Krone? Ich weiß nicht, ob man das so ausdrücken kann. Es interessiert mich einfach nicht. Es interessiert Sie einerseits nicht und hätten Sie nicht auch ein bisschen Probleme, da nur hinzugehen? Vermutlich auch, ja, das nehme ich an. Ich stelle mir vor, dass das also für ausgesprochen junge Leute ist und in dem Rahmen habe ich da sicherlich überhaupt nichts zu suchen und das wäre vielleicht auch ein bisschen komisch, ja. Sind Sie ein bisschen traurig darüber, dass Sie zu dieser Welt nicht mehr gehören? Nein, nein, überhaupt nicht. Und Sie? Ach, manchmal vielleicht schon, doch. Manchmal schon. Mit der Faszination von kommerziellen Jugendhäusern wie der Krone beschäftigt sich auch der Darmstädter Jugenddezernent Peter Benz. Wie erklären Sie sich denn, dass die Jugendlichen lieber dorthin gehen als in Einrichtungen anderer Art, die von öffentlicher Hand oder von der Kirche betrieben werden? Das ist eine ganz einfache Erklärung. Jugendliche suchen natürlich vor allem Diskos und Kneipen in erster Linie auf, weil sie das Gefühl haben, dort ungezwungen sich bewegen zu können. Diese Kneipen, diese Diskos sind ständig mit einem Musikangebot an die Jugendlichen herangetreten und dieses ist für Jugendliche attraktiv, was in Jugendzentren wiederum nicht ständig angeboten werden kann, denn damit würden wir mit unserem pädagogischen Anspruch in Konflikt kommen. Denn in einem städtischen oder kirchlichen Jugendzentrum nur Disco anzubieten, wäre sicherlich nicht das Richtige. Und das erklärt im Grunde genommen den gesamten Konflikt und das gesamte Problem. Heißt das nicht doch auch, dass die Jugendlichen im Jugendzentrum ein bisschen Angst davor haben, über auch dort attraktive Angebote dann doch so zu sowas wie sinnvollerer Freizeitbeschäftigung geführt werden zu sollen? Das will ich nicht in Abrede stellen. Das ist sicherlich so, dass zunächst einmal ein Jugendlicher heute, die bekannten Untersuchungen beweisen das ja, motivationslos ist und die Motivationen, die ihm im Jugendzentrum angeboten werden, sind vielleicht unter Umständen zu sehr pädagogisiert. Das mag damit zusammenhängen und wir werden uns sehr vieles noch einfallen lassen müssen, um dem etwas entgegensteuern zu können. Schnaufpause auf dem Mäuerchen vor der Tür. Was ist genug von Disco? War es zu laut? Ach nö, eigentlich nicht, aber wenn man sich unterhalten will, kann man da überhaupt nicht reden, da drin, weil es einfach zu laut ist. Ich habe den Eindruck, ihr guckt ein bisschen traurig. Ist das so? Naja, manchmal hat man sich was zu erzählen, was viel trauriger ist und dann ist es mehr lustiger. Und darf ich fragen, was traurig ist heute? Ach na ja, die Herren der Schöpfung, teilweise. Was ist denn mit denen? Na ja, vor allen Dingen bei ihr, bei mir nicht so sehr, aber läuft halt einiges schief. Kannst du drüber reden? Naja, also ich will nicht gern drüber reden, aber ich meine, der Typ, der geht mir langsam auf den Geist von seinem Verhalten her und so. Einmal ist er nett und einmal ist er wieder negativ. Naja, das stört mich halt. Was ist das, so Mackerverhalten oder wie? Ja, genau, so richtig so, er ist der Herr. Also, ne? Naja, das ist eigentlich scheiße halt. In der Krone ist es einfach, Mädchen kennenzulernen oder anzuquatschen oder so. Wie machst du denn das?
Und zwar sich selbst nicht, das überlege ich mir vorher nicht. Es geht automatisch irgendwie. Also die Mädchen sagen, man muss selber auf die Jungen zugehen, sonst steht man da total allein rum. Ist das so? Also ich weiß nicht. Es kommt drauf an. Ja, ich warte, bis eine kommt. Also selber mache ich praktisch gar nichts. Und dann habe ich beobachtet, ihr steht eigentlich mit so einem recht coolen Gesichtsausdruck rum. Tut so, als wolltet ihr gar nicht jemanden kennenlernen. Und ganz sicher bin ich nicht einsam hier cool. Oder sowas. Ja, ihr steht so cool rum. Hast du den Eindruck nicht? Nee, ich fühle mich nicht so cool. Nee? Ich finde, ich bin überhaupt nicht cool und ich möchte auch nicht cool sein. Und es sind sicher einige da, die wollen cool sein, aber ich will nicht cool sein. Meinst du denn, dass die wirklich so cool sind, wie sie tun, oder ist das eigentlich unsicher? Die tun nur so cool und das ist Unsicherheit und das ist Großmacherei und sonst nix. Zentrale Figur am Rande des Geschehens ist der Disc-Jockey. Und das nicht nur wegen der Musik. Auch er gehört zu den Erwachsenen, von denen sie sich besser verstanden fühlen. Sie hören ihm nicht nur zu, sie lassen sich auch von ihm steuern. Das geht ganz einfach mit Musik. Nach einem aggressiven Tanz auf der Neuen Deutschen Welle sorgt ein sanfter Titel wieder für Frieden auf der Tanzfläche. Auch dieser Musikwechsel hat seinen Grund. Feierabendbier für den Disc-Jockey. Für die leere Tanzfläche sorgt die Musik. Nachhilfe für diejenigen, die nicht wahrhaben wollen, dass Schluss ist für heute. Es ist gleich 7:30. Die Zeit drängt. In einer halben Stunde beginnt die Disco für die Älteren. Bis dahin muss alles wieder sauber und vorbereitet sein. Dieselben Jugendlichen, die jetzt den ganzen Nachmittag gearbeitet haben, kommen auch sonst hierher. Vergnügen oder Job, Krone bleibt Krone. Und den Unterschied merkt man nur an der Arbeit. Die bringt 10 Mark pro Stunde und kostet Kraft und manchmal Nerven. Aber auch beim Arbeiten redet ihnen hier keiner dazwischen. Man kann sagen, dass der Disc-Jockey ist von der Laune und von der Musik der Leute abhängig. Mhm. Du sagst, du bist auch so Bezugsperson, gerade für die Jüngeren. Die kommen ja auch ab und zu mal hoch zu dir. Und ich sag es nicht, du sagst es. Nee, letztes Mal hast du es gesagt. Gut. Ja. Bezugsperson schon irgendwie, weil jeder sucht halt irgendwie ein Ideal oder einen Vormund oder sonst irgendwas und fragt, das fängt an, kannst du mal dies spielen, kannst du mal das spielen und fängt damit an, bei Schlägereien, die sich anbahnen oder bei Liebesaffären oder Liebeskummer oder sonst irgendwas. Da ist man halt so ein kleiner Priester oder wie man es nennen soll. Wie ist es denn mit Mädchen, wenn die Schwierigkeiten haben? Kommen die auch zu dir? Das kann ich pauschal sagen, dass die zu mir kommen, sondern es hängt davon ab, was es ist. Mhm. Na mal Liebeskummer jetzt zum Beispiel. Kommen sie dann zu wenn dir? Wenn es Liebeskummer, der nichts mit mir zu tun hat, dann kommen sie nicht. Ja. Dann kommt sowas wie halt an Fasching war, dass da rufen wir auf dem Klo, ist ein Mädel, das hat gerade Schlaftabletten genommen, holen wir einen Krankenwagen nach dem Motto. Und das ist eigentlich mehr ein Fall, um Aufmerksamkeit zu erregen als sonst irgendwas. Wirst du angeschwärmt? Angeschwärmt, das war früher vielleicht schlimmer gewesen, aber jetzt nicht mehr. Bist du zu alt für den Mädchen oder woran liegt das? Oder ist das so eine herausragende Stellung? Nee, die Mädels und die Leute werden überhaupt cooler, würde ich sagen. Das hat nichts mit dem Alter groß zu tun, sondern genauso wie es früher Gruppis gab für die Gruppenmitglieder von der Gruppe, so gibt es halt die Schwärmereien für einen Disc-Jockey oder Türsteher oder sonst irgendwas. Und das legt sich in der Zeit. Also, du hast mich jetzt ein bisschen verblüfft dadurch. Das letzte Mal hast du mir erzählt, es gibt sehr wohl, dass Mädchen mit Liebeskummer zu dir kommen und dass du dann je nach Fall entscheidest, ob du die Bruder- oder die Liebhaberrolle übernimmst.
Hast du mich damit auf den Arm genommen oder ist das nur, war das mehr Flachs? Nee, das hängt von der Situation ab. Mhm. Kann man nie so sagen. Das hängt ab, wovon es abhängt, was er halt für einen Kummer hat oder was er für einen Kummer hat. Er ist auch dabei. Ja. Das sind nicht nur Mädchen. Und die Jungs kommen auch? Das ist also nicht so, sag mal, dass am Tag vielleicht 3-4 Mädchen kommen oder 3-4 Typen. Mhm. Das kommt halt vor. Ganz einfach. So in dem Job kommt es vor. Heute ging es eigentlich. Also es gibt Tage, da ist viel mehr los. Für mich ist es am schlimmsten immer Fasnacht. Also da ist es extremer Stress eigentlich. Und verdient man genügend? Kann man davon leben zum Beispiel, wenn man das oft macht? Es gibt Leute, die leben davon, ja. Die müssen allerdings öfter arbeiten. Also ich arbeite einmal pro Woche und das würde nie reichen. Der Freizeitlook, den du jetzt hast, das ist auch der, den du hast, wenn du so als Gast in die Disco kommst oder überhaupt in die Krone. Das ist bei mir immer ganz unterschiedlich. Manchmal arbeite ich eigentlich so, wie ich Lust habe. Manchmal ziehe ich mich halt lustig an, dann ziehe ich mich wieder ganz normal an. Es kommt immer auf meine Laune an. Also ich mache da keinen Unterschied zwischen Weggehen oder Krone arbeiten. Das andere Leute, wenn die gearbeitet haben, wollen sie möglichst schnell von ihrem Arbeitsplatz weg. Und du kommst aber auch in deiner Freizeit hierher. Ja, aber samstagabends bin ich auch immer ganz schnell weg. Also wenn ich samstags gearbeitet habe, habe ich auch die Nase voll. Ist es denn ein Unterschied, ob man vor der Theke steht oder hinter der Theke? Auf jeden Fall, ganz sicher. An der Kasse stehen die ersten Besucher für die Abenddisco. Die nächste Schicht beginnt.